Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Jawcraft und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecart. Im letzten Part haben wir die neue Unload-Datei geschrieben und ich möchte ja immer noch endlich mal zu den Items kommen. Doch bevor wir überhaupt was mit Items machen, müssen wir das Laden nochmal perfektionieren. So, und jetzt laden wir erneut die Ebene. Eigentlich musste ich nichts ändern, ich musste nur halt diese zweite Bedrock-Schicht einsetzen, dass da jetzt nichts Falsches gesetzt wird. Wir machen nochmal ganz kurz einen Reload und wir machen noch einmal einen Ladevorgang. Jetzt sollte nur die unterste Ebene der Welt geladen werden und ja, ihr seht, es tut. Es wird immer nur die unterste Weltenebene geladen. Perfekt. Natürlich immer noch die Schwierigkeit mit dem Wasser, die wir da haben. Weil jedes Mal das Wasser, wenn es sich ausbreitet, es natürlich zu erheblichen Problemen kommt. Und jetzt wird auch, wie gesagt, nur eine Schicht der Welt geladen. Und jetzt muss natürlich die andere Schicht geladen werden. Am Ende wird das Laden dadurch natürlich länger dauern. Wir müssen jetzt versuchen, irgendwelche Ideen uns zu entwickeln, wie wir es hinkriegen, dass es keine Probleme gibt. Und meine erste Idee, die mir da gerade so ganz spontan einfällt, ist, warum bei der Unload-Datei ich das denn alles mit Luft befülle und nicht mit Glas, was den Vorteil hätte, dass es das Wasser einschränken würde. Oder zumindest irgendwie Barrierblöcken. Barrierblöcken sind auch nicht übel. Obwohl ich tatsächlich an dieser Stelle Glas präferieren würde. Lasst uns doch einfach mal das Ganze mit Glas ausprobieren. Wir füllen also die Bereiche nicht mit R, sondern wir füllen sie gleich mit Glas. So, wunderbar. Kurzen Reload machen und einen kurzen Unload machen. So, jetzt wird nochmal alles geunloadet hier, was wir haben, und es wird alles mit Glas gefüllt. Die gesamte Ebene wird gleich mit Glas gefüllt. Ich bin mal gespannt, was dabei passiert. Wird bestimmt lustig aussehen, wenn das jetzt gleich happened. Ja, los geht's. Achtung, fertig, go. Jetzt wird alles mit Glas gefüllt. Huhuhuhu. Ja, ja. Es zieht auf jeden Fall Leistung, wie man merkt. Jetzt hier so alles mit Glas ersetzt wird. Es wird alles eingeglast. Die gesamte Map wird eingeglast. Obwohl es eigentlich tatsächlich noch geht, muss ich sagen. Von der Leistung und der Performance her. Man merkt schon, mehr Arbeitsspeicher wird genutzt, die Prozessorlast steigt. Aber es geht, es hält sich in Grenzen. Ich hätte es als schlimmer erwartet. Er ist immer noch dabei, das alles zu verglasen, die ganze Strecke aufzulösen. Die Spieler dürfen dann halt nicht auf der Strecke sein, dass das bei denen nicht übertragen wird. Da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. So, und schon ist alles zu Glas geworden. Alles verglast. Wir haben aber eine Schicht Barrier haben wir noch darüber. So, und jetzt, wenn wir jetzt das Ganze laden, genau, wir müssen das Laden jetzt, by the way, gleich mal umstellen. Oh ja, wir stellen das Laden um. Freue mich schon. Also, es wird definitiv spannend. 10, 20, 30, also. Das Ding hier kopiere ich mir jetzt mal eben kurz. Ne, das kopiere ich mir nicht. Das ist eigentlich alles Murks. Ah, okay. Pass auf, wir machen es einfach der Reihe nach. 5. 10. Oder machen erstmal alles weg. Machen alles weg. Jede Zahl kommt erstmal weg. So. Nop, dop, dop, dop. Dop, 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 dop. Das geht uns dann gleich schneller. Macht es uns das Leben auch gleich leichter. Wir vermurksen es nicht. Denn das Laden möchte ich doch nochmal an dieser Stelle komplett ändern und eine komplett neue Ladestrategie mir überlegen, dass ich das tatsächlich in nicht 50 Teilen, nee, nicht in 25 Teilen, wie wir gerade hier haben, das sind 25 Teile. Nein, ich möchte es gerne in 50 Teilen. Ich möchte wirklich jeden Structure Block alleine laden lassen. So. Und deswegen nehme ich das ganze Ding jetzt einmal. So. Und das Ü hier oben können wir wieder ersetzen, führt die Ladeumgebung aus und nun geht's los. Also, 5. Wir lernen jetzt in 5er Schritten zu zählen. Das ist eine tolle Sache. 5, 10. Dann kommt 15. Wir lernen die 5x5. Das 5, das kleine 1x1 mit 5. 25. 30. 35. 40. 45. Boah, das nervt ein bisschen. 50. 55. 60, oh mein Gott. An dieser Stelle würde es sich tatsächlich lohnen, wenn ich Cuts in mein Video setzen würde. Aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Ich bleibe mir, was das angeht, treu. Und ich möchte auch versuchen, mit dabei treu zu bleiben. Natürlich, YouTuber würden mir empfehlen, dass es sich lohnen würde, wenn ich es nicht machen würde, weil an dieser Stelle viele Zuschauer das Video beenden. Aber das ist das Problem der Zuschauer. Sie müssen ja dieses Video nicht gucken. Ihr müsst das Video nicht gucken. Ich zwinge euch nicht dazu, dieses Video zu gucken. Was ihr auch einfach machen könnt, ist nach draußen gehen, spielen oder so. Oder ihr spult einfach vor, denn die klugen Zuschauer, die spulen vor. Die wissen nämlich, dass sie auf YouTube vorspulen können. Und dieses Feature wird viel zu wenig genutzt. Und ich bin der Meinung, dass man dieses Feature
dass man diesem Feature mehr Beachtung schenken sollte. 135 sind wir schon. Guck mal, wir machen ja Fortschritte. 1, 3, jetzt kann ich nicht mehr nachdenken. 140 sind wir schon. Jetzt kommt 145. Also wir sehen Eile mit Weile und du kommst dann am Ende doch zum Ziel. 150 sind wir schon angekommen. Jetzt kommt 155, dann kommt 160, 165 kommt, 170 sind wir schon angekommen. Wir steigern uns. 175, jetzt kommen wir schon zu 180. 185 ist die nächste Zahl und die nächste Lottoziehung erfolgt mit der Zahl 190, 195 und 200, die Glückszahlen des Tages. 205 gebührend als nächstes anerkannt, 210. Dann die 215 oder lieber die 220. Ist es eventuell die 225, welches Ihre Lieblingszahl ist, oder gar die 230? Eine 235 ist die Zahl, gefolgt von der 240, die dann überleitet zur 245 und zu guter Letzt bei der 250 stehen bleibt, ehe dann die 251 die ganzen Spaß am Ende setzt. So, und schon haben wir es geschafft. Lediglich eine Sache müssen wir noch ändern. 5, 7, 8, 9. 79 stand es ja vorher, stand es also auf 79. Oder, ja, ne? Ah, toll. Ich glaube, das stand alles auf 79 vorher, ne? 77, 78, 79, genau. 79 in der Mitte, 50, 51. Das heißt, hier muss überall eine 51 hin. Doll. Kann ich das nicht bitte auch mit dem Fill-Command machen? Ich kann euch hier positionieren. Ich möchte die 47 ersetzen durch eine 51. Fangen wir an. Replace. Ja, genau. Ja, siehst du. So können wir ganz ordentlich alle replacen. Sehr schön. Gut, geschafft. Ladeumgebung neu programmiert. Jetzt lädt sie in zwei Teilen. Es werden erst die unteren Teile geladen, dann die oberen Teile geladen. Schauen wir mal ganz kurz. Machen wir ein Load. Jetzt ist das alles, glaube ich, auch ein wenig symmetrischer, weil das jetzt wahrscheinlich alles nebeneinander geladen wird. Genau. Und jetzt dauert es eben halt entsprechend für die entsprechenden Strecken, die da spannt. Und wir müssen jetzt natürlich genug Ticks zwischen den Ladezeiten lassen, dass es keinen Ärger gibt, dass der Server sich kurz fangen kann. Das ist natürlich die größte Frage. Der Server darf nicht zu lange stehen bleiben da oben. Ja, er lädt immer noch. Ich merke gerade, dass die Glasschicht ein zu hoch gesetzt worden ist. Auch cool. Wusste ich nicht. Ja, ihr seht, das lädt natürlich lang. Dieses Höhlengeschichte. Okay, und ich sehe, die Unladeschicht ist ein Block zu hoch geraten. Auch cool. Also, können wir gleich die zerstören und das mal gleich eben in den Einstellungen anpassen, dass das ein Block zu hoch ist. Yep, das könnte hinkommen, glaube ich zumindest, oder? Ja, hier vorne. Hier vorne sieht alles noch seltsam aus. Ja, jetzt passt es hier wieder. Hier sieht es gerade sah es hier seltsam aus. So, also, Air. Jetzt gehen wir kurz in die Unload-Funktion. Und ich glaube, 160 ist dann falsch. Dann müssen wir 159 machen. 159. So. Redididididload. Und nachdenken. Das war okay. Als nächstes, ich möchte ein wenig mehr Platz dazwischen haben. Deshalb hänge ich jetzt hinter alles noch eine 0. Ist das eine kluge Idee? Am Ende haben wir 2500 Ticks, die da hochgehen. Ja. Ist eine kluge Idee. 50. Ich hänge jetzt hier überall nochmal 0 dahinter. Fangen wir einfach mal hier unten an. 2500 ist das letzte dann. Und jetzt können wir die Ladegeschwindigkeit können wir dann einstellen später. Je nach Geschwindigkeitszuwachs kann verschiedene Ladegeschwindigkeiten, das habe ich bei Zethling gesehen, je nachdem wie die Ladegeschwindigkeiten sind, ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Den Ladegeschwindigkeiten finde ich wichtiger.
Also, das hatte ich bei Seth nämlich gesehen, er hat so ein Programm gemacht mit Shrinking, dass alles eingeschränkt werden kann. Da konnte man, nee, Quatsch, ein Foto hat er, so einen Polaroid-Float hat er gemacht und dort konnte man eine Ladegeschwindigkeit einstellen, in der das ausgeführt wird. Und ich möchte auch hier diese Ladegeschwindigkeitsoption gerne haben. Deshalb muss mal ganz kurz diese gesamte Load und X umgestellt werden, je nachdem, dass es eine Ladegeschwindigkeit gibt, eine Standard-Ladegeschwindigkeit gibt, die sich dann am Ende entsprechend ändern kann. Das heißt, das hier ist unsere ganze Vorbereitungs-Loading-Datei und wir machen nur ganz kurz eine Null dahinter, das ist ganz wunderbar. Ja, guck mal, ganz wunderbar, aus, wunderbar, ausführen, wunderschön. So, maximal 2510 ist hier unser aktuelles Maximum. So, das heißt, aktuell ist die langsamste Ladegeschwindigkeit eingestellt. Deshalb gucken wir mal, wie lange es dauert, jetzt die Strecke zu laden. Dafür ist das Ganze ein wenig freundlicher für den Server, weil der Server jetzt natürlich Zeit hat, zwischen den Ladesegmenten sich zu fangen. 2500 Ticks dauert es lang. Theoretisch kann man das mal eben mit dem Taschenrechner rausrechnen. Also, ein Tick, 20 Sekunden dauert ein Tick, also 2500 Ticks haben geteilt durch, ach komm, ich vertipp mich, 2500 Ticks geteilt durch 20 ergibt 125 Sekunden, geteilt durch 60 ergibt 2 Minuten. Das heißt, es würde jetzt 2 Minuten dauern, eine Strecke zu laden. Das ist der aktuelle Wert. Oh yeah, look, and this is what happens sometimes. The game crashed. Irgendein Glasblock wurde gerade replaced, der nicht hätte replaced werden können. Und es gab da wohl gerade einen totalen Spielzusammenbruch. Ja, das mit dem Glas ist nicht so schön. Deshalb, wie gesagt, am Ende glaube ich sogar, dass ich das nicht mache, dass alles mit Glas ersetzt wird. Ich muss ehrlich sein, ich glaube, ich werde es nicht tun. Ich glaube, die Unload wird nochmal anders ablaufen. Ja, ihr seht, das hat er jetzt auch nicht gespeichert. Ich möchte die Unload tatsächlich mal eben umstellen. Also, ich möchte mal eben das deaktivieren, dass damit Glas replaced wird. Ich weiß, dadurch schreibe ich jetzt die Datei irgendwie komplett um und das macht jetzt gerade am Ende nicht mehr so ganz viel Sinn, was hier drin steht. Das heißt, sie müsste eventuell am Ende nochmal gefangen werden, aber ich möchte das mal ganz kurz auskreiden mit dem hier und das direkt überspringen. Indem ich hier den Scoreboard Objectives Remove mache. Diesen Befehl gebe ich quasi jetzt hier ein und stoppe damit die Datei. So. Also, Reload. Und dann machen wir ein Function Engine Doppelpunkt an, nee, Global Unload. Global Doppelpunkt Unload. So, das heißt, beim Unload möchte ich doch nur diese eine Geschichte haben, und zwar, dass Wasser etc. replaced wird mit Glas. Und das werde ich natürlich auch ein bisschen verlangsamen, dass es nicht zu crazy schnell geht. Das werde ich dann ein bisschen verlangsamen. Dass eben halt alle sich bewegenden Blöcke damit replaced werden. Das ging jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr schnell. Deshalb möchte ich hier das Timing anheben. Machen wir das Timing auf 4, damit das auch wirklich keine Probleme gibt. Nicht 42, ich möchte das Timing bitte auf 4 haben. Das ist ja wohl nicht zu erkennen. So, perfekt. Dann einmal nochmal kurz einen Reload haben. Perfekt. Das Timing wurde geändert. Und jetzt können wir nämlich eine Function Load machen. Und einfach mal was laden. Die ganze Strecke normal laden. Finde ich nicht gut. Scoreboard Objectives Remove Ladeverzögerung. Müssen wir kurz das Laden abbrechen. Und zwar eine andere Strecke laden. Function oder Scoreboard Players Z at E Tag gleich MK Strecke 0. Machen wir das jetzt einmal und Load. Yes, das hat eh jetzt lang gedauert. Man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, dass bei neuen Strecken geladen werden, auch die Lichtlevel neu überschrieben werden. Auch das finde ich zum Beispiel gerade, bei dieser Strecke ist es klüger, die von oben nach unten zu laden. Also theoretisch müsste eine Strecke, wenn sie so tief auf dem Boden liegt, müsste der Strecke gesagt werden, dass hier von oben nach unten geladen werden soll. Die Frage ist, ist es klüger, eine Strecke von oben nach unten zu laden oder von oben, also das ist die goldene Frage. Lade ich erst den unteren Teil der Strecke oder erst den oberen Teil der Strecke? Das ist nämlich jetzt eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Eine schwere Frage, um ehrlich zu sein. Denn hier würde sich bei diesem Ding, würde sich dann den oberen Teil und dann den unteren Teil zu laden. Wenn der obere Teil nämlich eh bedeckt ist, würde es ja keine Änderung geben. Ja, doch, 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 weil jetzt müsste ja dann gleich, jetzt gleich kommen die großen Lichtprobleme. Aber immerhin, das Spiel läuft jetzt flüssig. Ne? Ihr seht, es gibt gerade keinen großartigen Absturz. Das Ping läuft gut. Es gibt immer mal wieder kurze Einbrüche.
Ja. Während halt die Strecke geladen wird, können neue Spieler joinen oder den Server leaven. Die Frage ist natürlich genau, wie groß ist die Auslastung jetzt gerade in diesem Moment? 2 Minuten, das ist nämlich schon eine Zeit für sich. Da müsste man gucken, ob man da eventuell Standards. Also ich könnte natürlich da jetzt aktivieren, dass da was passieren soll. Auch ein Problem ist genau das, was jetzt hier passiert. Deshalb gibt es natürlich den Tag No Kill am Ende. Dass alles während des Geladens gekillt wird, was nichts damit zu tun hat. So, nach 2 Minuten wurde dann die Strecke vollends geladen. Ich halbiere die Zeit auf 1 Minute durch eine kleine Änderung in der Load-Datei. Und zwar das hier. Ich setze das hier auf 2. Damit multipliziere ich die Ladezeit. So. Also halbiere ich die Ladezeit, um ehrlich zu sein. Ah, jetzt habe ich eine ganze Menge im Chat geschrieben. So, dann schauen wir. Strecke wäre wieder aus Strecke Nummer 2. Frag mich nicht, warum es Strecke 2 ist. Ist Strecke 2. Strecke 1 darf ich nicht auswählen, dann stürzt das Spiel ab. So, und wir machen noch einen Global Load. Es wird jetzt wieder alles gelöscht. Und jetzt lohnt es sich natürlich, dass der untere Teil zuerst geladen wird. Das ist natürlich jetzt schwer, wenn wir eine flache Strecke haben. Die Frage ist, wie häufig werden wir eine größere Strecke haben? Und jetzt geht's auch. Ich muss echt sagen, jetzt ist das Ganze nicht so schlimm. Wenn man jetzt von oben guckt, sieht man auch schon, hier wird alles vorbereitet. Das Spiel läuft ein bisschen flüssiger. Der Server kann hinterherkommen, während die Strecke konstruiert wird. Und wieder haben wir das Problem mit dem Wasser. Was wir mit dem Glas natürlich nicht gehabt hätten. Oh. Ah, das ist doof. Natürlich, mit dem Glas hätte natürlich Vorteile. Ich kann mich da tatsächlich nicht entscheiden an dieser Stelle. Das ist wirklich eine super, super schwere Frage. Aber immerhin, es geht von der Flüssigkeit her. Es gibt immer mal wieder kurze Momente, wo der Ladebalken kurz stehen bleibt. Oben sieht man das ja. Wenn der Ladebalken etwas länger stehen bleibt, dann ist ja gerade der Server. Aber er fängt sich ja dann wieder, ne? Und die Zeit ist da ziemlich akkurat, weil das, wo er nicht nach vorne wandert, wandert er dann ein bisschen schneller nach vorne. Wo es langsamer geht, wandert er langsamer. Das heißt, er gebietet sich auch selbst. Also bei solchen Sachen hier muss natürlich dann länger geladen werden. Ne? Und wir müssen davon ausgehen, dass es einige Strecken gibt, die genau sowas haben. Es können halt nicht alle Strecken. Viele Strecken sind halt indoor. Wobei das hier natürlich, diese Holzies Mansion hier, ist natürlich ein Extremfall. So, geschafft. Und am Ende muss ja natürlich noch alles laufen hier von der Technik her. Ne? Die Technik muss ja am Ende auch klappen. Auch da bin ich mit einigem noch so relativ unzufrieden. Deshalb werde ich in nächster Zeit nochmal viel eigenprogrammieren müssen an mein Card. Nichtsdestotrotz, alles im Allen ist das schon mal nicht schlecht. Alles im Allen finde ich das gut. Doch viel muss da passieren und ich glaube, ich werde auch erstmal selber an der Engine weiter programmieren und bevor wir uns den Items widmen. Mein Card möchte ich erst im nächsten Jahr fertigstellen. Das heißt, erwartet nicht, dass es in diesem Jahr fertig wird. Vor allem, wenn die ganzen Strecken eingescannt sind. Es ist noch eine Menge zu tun in mein Card. Bloß nicht unterschätzt. Wir sind noch lange nicht über die 50%. Vor allem, wenn wir später mehr arbeiten. Aber erstmal müssen die Grundlagen arbeiten. Und zwar hier das Laden. Mit dem Laden bin ich jetzt tatsächlich mehr zufrieden. Ich glaube, das ist jetzt für den Server zufrieden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man später einfach die Ladegeschwindigkeit einschränken kann. Eventuell sogar auch von Strecke zu Strecke. Das wäre so meine Idee, dass jede Strecke eine eigene Lade Einstellung bekommt. Das heißt, die langsamste Einstellung, die wir vorhin hatten, wo es 2 Minuten dauert, bis die Strecke geladen ist, bis hin zur schnellsten Einstellung, die tatsächlich in Fünferblöcken hochzählt. Also die Werte, die ich da haben kann, ist 1, 2 und ja, 1, 2, 5 und 10. Und 20. Ne, 20 nicht, 10. 1, 2, 5 und 10. Das heißt, hier kann ein Wert stehen, der entweder 1 ist, 2, 5 oder 10 ist. Zehnfach bedeutet der zehnfache Ladewert. Das müsste dann sehr, sehr, sehr schnell sein. Dieses Laden mit dem zehnfachen Ladewert, aber natürlich umsprechend. Wir können mal gucken, wie das ist bei dem zehnfachen Ladewert. Aber lass uns mal. Ich glaube, ich habe sogar vergessen, Reload zu machen. Deshalb war das immer noch der andere Ladewert. Na gut, trotzdem funktioniert. Okay, größtes Problem behoben. An dieser Stelle endet die Aufnahmesession für Minecart und ich danke fürs Zuschauen. Liebe Leute, macht's gut. Bis bald. Und ihr kennt mich ja. Ciao.